Ja, es ist wieder Zeit für so ein Video. Und deswegen treffen wir uns heute wieder, um die Verstörung der Anne W. genau zu beleuchten. Nochmal Recap, was bisher geschah. Anne Wünsche ist eine Schauspielerin, die bei Berlin Tag und Nacht, also Schauspielerin gewesen ist und irgendwann nicht mehr Schauspielerin gewesen ist und dann einfach halt mit ihrem Privatleben sehr erfolgreich gewesen ist. Sie hat ihre Kinder vermarktet bis zum Erbrechen, hat diverse Tees vermarktet, Hello Buddy Produkte und alles, was dazu gehört. Das hat Oliver Pocher sehr genervt und hat darauf die ein oder andere Geschichte und Story gemacht. Dann eskalierte die Situation nach einem folgendem Post, und zwar diesem hier. Es gab ein Gewinnspiel von Anne Wünsche, wo sie einen Amazon-Gutschein, Douglas-Gutschein und ein iPhone verlost hat. Das war genau dieser hier. Und dieser hatte sage und schreibe 130.000 Kommentare. Man sollte nämlich kommentieren mit einem Herzchen oder einem Emoji. Und daraufhin hat sich der Oliver Pocher das mal ganz genau angeguckt und hat gesehen, dass es ja immer dieselben Leute und immer dieselben Herzen sind und hat daraufhin einfach mal gesagt, dass das höchstwahrscheinlich wohl gekauft sein müsste. Und was ist passiert? Anne Wünsche hat das natürlich komplett bestritten, hat gesagt, das stimmt gar nicht. Dann hat sich auch der Oliver Pocher mal genau die Follower angeguckt und hat festgestellt, dass doch so einige Follower aus komischen Ländern, wie zum Beispiel Indien oder Bulgarien, kommen und dass das auch darauf hinweist, dass man höchstwahrscheinlich auch die Follower gekauft hat. Auch das hat Anne Wünsche natürlich komplett bestritten. Letztendlich hat mich dann, beziehungsweise den Oliver Pocher, der Betreiber dieser Seite angerufen, piep.de. Dort wurden nämlich genau diese Herzchen-Emojis gekauft. 96.500 an der Zahl. Das war das Lustige. Diesen Betreiber kannte der Oliver Pocher zufällig. Und der hat gesagt, lustig, die Anne Wünsche ist meine Kundin. Und das Beste ist, die Kreditkarte ist nicht belastet worden, aber die Herzchen sind schon ausgeliefert. Also geordert per Kreditkarte, dann 96.500 Herzchen ausgeliefert und danach ist die Kreditkarte nicht belastet worden. Mhm. Habe ich gesagt, Fun Fact, das kann ich doch mal einfach beziehungsweise dem Oliver Pocher sagen und der kann das in diesem Video erwähnen. Daraufhin ging es komplett durch die Decke, das ganze Thema. Und Anne Wünsche hat das gemacht, was Leute machen. Sie hat sich einen Anwalt gesucht. Dieser Anwalt ist ein ganz seriöser Anwalt, denn er hat sogar eine Facebook-Seite und hat höchstwahrscheinlich auch diese Anne Wünsche angeschrieben und hat sich dann sehr gefreut, als es endlich diesen Riesenartikel in der Bild-Zeitung gab. Gericht verpasst Oliver Pocher Maulkorb. Das hat bei ihm sage und schreibe 71 Likes gemacht. Ja, ein ganz toller Anwalt. Ein Anwalt, der sogar schon mal mit meiner Anwältin zusammenarbeiten wollte, also mit der Anwältin von Oliver Pocher, ist aber ein komplett anderes Thema. Und danach hat auch Anne Wünsche sich sehr gefreut über diesen Riesenerfolg. Glücklich. Irgendwann kommt die Wahrheit raus und heute ist dieser Tag. Ich musste mir die letzten Wochen so viele Vorwürfe anhören, Unterstellungen ertragen und ja, es hat mir oft die Nerven geraubt. Aber sie hat es geschafft. Jedoch kommt man nur schwer gegen einen bekannten Comedian an, der eine Hetzjagd auf einen macht. Doch heute darf ich es nochmals offiziell sagen. Ich habe nichts gekauft. Niemals. Keine Follower, keine Kommentare oder Herzchen. Und ich wundere mich, weil es ist immer diese Nennung von Follower, Kommentare, Herzchen. Ich habe dazu eine eidesstattliche Versicherung unterschrieben und mein Anwaltmanagement hat sich um den Rest gekümmert und unter anderem den schriftlichen Beweis bei der bekannten oder benannten Bank eingeholt, wo ich angeblich eine Kreditkarte haben soll. Wurde nie eine beantragt. Es existiert dort keine auf meinen Namen. Das war sozusagen vielleicht der Fehler vom Oliver Pocher. Er hat die falsche Bank genannt. Oder noch viel besser, Anne Wünsche hat das nie gemacht. Es war jemand ganz anders. Jemand, der aussieht wie Anne Wünsche, der heißt wie Anne Wünsche, der in derselben Wohnung lebt wie Anne Wünsche, der die E-Mail-Adresse benutzt, den Computer, alles. Und jetzt geht's einen Schritt weiter. Dieser Anwalt, wie kommt es zu so einer einstweiligen Verfügung? Relativ einfach. Jeder kann einfach hingehen zum Anwalt und sagen, hallo, wie sieht's denn aus? Übrigens, dieser Pullover ist nicht rosa. Das möchte ich gerne per einstweiliger Verfügung jetzt verfügen. Dann gibt es eine Anwältin, die bekommt ein Schriftstück, guckt sich das an, sagt, ja, ist vielleicht nicht rosa, ist vielleicht schweinchenrosa. Dann darf man nicht mehr sagen, dass dieser Pullover rosa ist. Das kriegt man ganz normal zugestellt und dann gibt es einen Standardsatz 250.000 Euro bis zu 250.000 Euro. Das ist dann auch kein Maulkorb, sondern es ist ein ganz normaler gerichtlicher Vorgang. Man muss dann versuchen zu beweisen, dass das nicht der Fall ist und dass man das so nicht gesagt oder gemeint hat oder dass es doch ein ganz bestimmtes Rosa ist, aber es gibt immer Schlupflöcher. Jetzt kommt der interessante Teil dieser ganzen Geschichte. Was macht Oliver Pocher? Er geht auf diese Vorwürfe ein, hat ein paar Tage sich sortiert und es wird noch besser. Er packt
packt sogar noch ein paar Vorwürfe drauf. Ist das nicht toll? Und jetzt kommt das Beste. Er hat sogar 27 Seiten Beweise dafür. Und die werden wir euch alle natürlich präsentieren und hier, so wie es natürlich geschwärzt möglich ist, einblenden. Die ganzen Formulare sind natürlich schon bei der Anwältin und auch bei der Staatsanwaltschaft und bei allen, die es betrifft, auch bei der Richterin eingegangen. Jetzt aber nochmal der ganz interessante O-Ton. Nachdem dieses Verfahren beendet war, hat sich Anne Wünsche unfassbar gefreut und extrem abgefeiert und nochmal ein Video zum Besten gegeben, was ich hier nochmal abspielen möchte. Ich bekomme so viele Nachrichten, dass ich weiß nicht, auf wie vielen Kanälen heute gelaufen bin, im Radio, die Presse. Ich bekomme so viele Interviewanfragen, die ich alle ablehne. Oh. Mir war einfach nur wichtig, dass die Wahrheit ins Licht kommt, dass diese Lüge einfach vom Tisch ist, dass ich mir jemals Follower, Likes, Herzchen gekauft habe. Das war mir wichtig. Schon wieder dasselbe. Follower, Likes, Abonnenten. Wie kommt sie da drauf? Das habe ich eigentlich, beziehungsweise dieser Oliver Pocher, nie behauptet. Das Beste ist, sie hat es gemacht. Und jetzt geht es los. Es ist halt so, dass höchstwahrscheinlich es auch Anne Wünsche gar nicht gewesen ist. Es gilt auch für uns alle die Unschuldsvermutung. Anne Wünsche ist es höchstwahrscheinlich nie gewesen. Gehen wir doch mal genau auf die Vorwürfe ein. Denn es gab genau 3 verschiedene Zahlungen, die getätigt worden sind. Und zwar einmal 4.10.2018 59,99 Euro, 50.000 Instagram-Follower. What? 4.9.2019 10.000 Instagram-Likes. What? Für ein Gewinnspiel. Wie kam es denn dazu? Und natürlich 24.04.2020 96.500 Instagram-Kommentare Emoji Heart. Genau diese 3 Rechner. Und genau ausgestellt an Anne Wünsche Piep in Piep Berlin. Was? Zufall? Wer ist das denn gewesen? Einfach mal ganz kurz Faktencheck. Die einfache Mitgliederauskunft. Ich guck noch mal ganz kurz rein. Piep Berlin. Anne Wünsche, weiblich. Geburtsdatum 26.08.91. Wo wohnt die denn? Piep Berlin. Das ist aber ein Zufall. Einfach in der Melderegisterauskunft. Jetzt geht's weiter. Vielleicht war es ja jemand anders, der auf von ihrem Rechner geschrieben hat. Es gibt so diese Cookies, die es gibt. Und dann kann man genau die IP-Adressen nachvollziehen. Und hier gibt's eine genaue Auflistung mit der Minutenanzahl, genau Klick für Klick, wie genau eingekauft wurde. What? Und wo kommt die IP-Adresse her? Ich guck nochmal ganz kurz. Von Anne Wünsche. Weil man die IP-Adresse zurückverfolgen kann? Das glaube ich ja gar nicht. Das ist aber jetzt schon ein ganz schön krasser Zufall. Naja, vielleicht habe ich mich einfach vertan. Hey, hier ist ja nochmal die Rechnung von der Firma, die die ganzen Kreditkarten sozusagen berechnet. Auch, das ist die Firma Piep, die das gemacht hat. Und auch hier wurde erfolgreich einmal eingelöst, zweimal eingelöst und beim dritten Mal ging leider die Kreditkarte durch. Das Lustige ist, der Betreiber der Seite hat telefoniert mit Anne Wünsche, weil er mal nachfragen wollte, was denn da schiefgelaufen ist und hat auch dieses jetzt schon per eidesstattlicher Versicherung zum Besten gegeben. Vielleicht gibt es jemanden, der hat sogar die Stimme von Anne Wünsche und hat gerade noch vor ein paar Wochen telefoniert. Und warum, was war die Begründung oder wie hat Anne Wünsche sich rausgeredet? Sie wollte von ihrem Rücktrittsrecht Gebrauch machen. Ist ein bisschen schwer. Die Firma ist halt in Malta gelistet. Warum, weshalb? Kompliziert, mache ich mal in einem anderen Video. Es gab ein persönliches Telefonat mit dem Betreiber dieser Seite. Ist Anne Wünsche höchstwahrscheinlich, beziehungsweise es war gar nicht Anne Wünsche, sondern der Frau, die heißt wie Anne Wünsche, irgendwann mal durchgerutscht. Jetzt geht's aber noch weiter. Ich habe noch ein bisschen mehr. Es gab sogar damals E-Mail-Verkehr zu diesen gekauften Followern. Was? Wer macht denn sowas? Ich guck mal ganz kurz, hier ist ja zum Glück die E-Mail-Adresse drin. Anne Wünsche, was war denn da los? Was wollte denn Anne wissen, nachdem sie am 4. die Follower gekauft hatte, am 19.10. um 13.53 Uhr? Da hat sie geschrieben, hallo, die gekauften Follower zu meinem Instagram-Profil sind zwar gekommen, aber viele davon sind schon wieder weg. Das heißt, es wurden immer weniger. Warum ist das so? LG, das heißt liebe Grüße, Anne. Was? Da schreibt sogar eine von ihrer E-Mail-Adresse mit ihrem Namen hinten raus. Daraufhin hat die Ina geschrieben, ich habe dir soeben nochmal 10.000 Follower gesendet. Mit freundlichen Grüßen.
Wie ging das weiter? Die Anne schrieb, okay, vielen Dank, liebe Grüße. Jetzt wiederum, einige Tage später, am 22.10., genau 3 Tage später, schreibt die Anne wieder. Hallo Ina, die gekauften Follower reduzieren sich leider tagtäglich. Was genau ist der Grund dafür? LG Anne. Also schon wieder hat sich diese Anne über die IP-Adresse eingehackt, um dieser Firma zu schreiben. Daraufhin schreibt Ina, wir sind dran, es gab Updates bei den sozialen Netzwerken. Daher sind wir gerade dran, dass es eine dauerhafte Lösung gibt. Ich gebe noch Rückmeldung. Smiley mit freundlichen Grüßen. Hallo Ina, ich möchte dich nicht nerven, aber leider hat sich noch nichts getan. Es werden weiterhin immer weniger. Liebe Grüße, diesmal schreibt sie es aus, Anne. Hallo, könnten Sie mir nochmal die Bestellnummer der betroffenen Bestellung nennen? Hallo Ina, hier meine Bestellung. Es werden weiterhin stetig wenig Follower. Freue mich auf Klärung und Rückmeldung. Vielen Dank, liebe Grüße, Anne. Wir haben es nochmal geprüft und welche nachgesendet. Können Sie nochmal nachprüfen? Und jetzt wieder. Okay, hab bei allen nochmal den Auftrag gestartet. Hallo Ina, ich habe jetzt nochmal 10.000 Follower verloren. Die Follower sind leider immer noch instabil. Von gestern auf heute sind es wieder runde 10.000 weniger geworden. Hallo, wie lautet deine Bestellnummer? Ich will das natürlich doppelte senden aus Kulanz. Da wie gesagt, Updates gemacht werden bei Facebook und Instagram. Mit freundlichen Grüßen. Daraufhin sandte sie erneut ihre Adresse. Piep, hier, okay, vielen Dank. Wieder von dieser Anne Wünsche. Piep. Also es ging mehrere Tage genau darum, diese gekauften Follower wieder zurückzukommen. Tja. Leute, ich finde, nicht einmal belogen, nicht zweimal belogen, dreimal belogen. Aber es war nicht Anne Wünsche. Es ist die Verstörung der Anne W. Es ist jemand gewesen, der heißt wie sie, der benutzt die E-Mail-Adresse, der benutzt die IP-Adresse, der hört sich sogar an wie diese Anne Wünsche. Und ich hoffe, dass Anne die sehr bald findet. Ich mache jetzt das Einzige, was man machen kann. Das Ganze gibt es natürlich ungeschwärzt auch komplett zu sehen. Ich packe das hier in meinen Umschlag hinein. Dafür muss ich mir jetzt was kaufen, und zwar eine Briefmarke. Und dann mache ich Swipe Up hinten an der Briefmarke und leck nochmal dran. Und dann geht das raus zur Anwältin, zur Staatsanwaltschaft und vor Gericht. Und dann sind wir doch mal gespannt, wie dieser Fall ausgeht. Das war's. Einen schönen Abend noch und bis demnächst. Euer Egal.